Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. So, beim letzten Mal wurden im Grunde bis jetzt drei Hauptfiguren eingeführt, über die wir auch die Kontrolle übernommen haben. Ganz am Anfang über Joel, dann über Ellie 4 Jahre später und jetzt quasi währenddessen, wahrscheinlich nehme ich an, zur gleichen Zeit, über, wie heißt sie? Ich kann mir ihren Namen nicht merken. Eine neue Figur, die nicht zum Lager von Joel und Ellie gehört und die sich jetzt an deren Lager anschleichen will, weil sie auf der Suche nach jemandem sind. Aber wir wissen nicht, wen sie suchen. Aber sie vermuten, diesen jemand in Ellies und Joels Lager. Oh. Hätte ich darüber sollen? Sieht fast so aus, oder? Versuchen wir es nochmal. Na also. Ich weiß zwar nicht, wie die sich im Schnee so gut festhalten kann, aber die kann das halt. Ich meine, die ist ziemlich gut gebaut, hat man in der letzten Folge gesehen. Die ist ziemlich muskulös. Die kann das wahrscheinlich wirklich. Die hat wahrscheinlich so viel Kraft in den Fingern alleine. Ah ja, und ihr Freund da, also ihr Begleiter gerade, hat Mel geschwängert. Ja. Aber wie sie dazu steht, weiß ich nicht. Oh, Pilzis. Jetzt geht's los hier. Aber die sind ziemlich tiefgefroren aus. Ich meine, der Pilz wird die nicht vor Frost schützen, oder? Das Spiel will ja einigermaßen realistisch sein mit seiner Pilzinfektion und so. Der Pilz mag Kälte bestimmt auch nicht. Das sind viele. Die wenigsten Pilze mögen Kälte. Und wenn die Zombies nicht gerade zufällig zum Zeitpunkt ihrer Infektion im Pelzmäntel gehüllt sind, dann werden die wahrscheinlich einfach erfrieren. Also gefrieren einfach. Oh, shit. Draufbleiben oder? Ja, draufbleiben. Los. Das ist schon ein bisschen eklig. Und bizarr. Ich glaube, auch hier hätte ich wahrscheinlich draufbleiben müssen, oder? Ich habe gedrückt wie blöd. Drücke wiederholt Viereck. Ja, genau. Na, warte mal. Drücke wiederholt Viereck? Das habe ich gemacht. Wie schnell muss ich noch hämmern? Aha, okay. Der sieht so gar nicht pilzig aus. Ist der irgendwie frisch infiziert oder warum? Wirklich? Na gut, von mir aus. Oh Gott, da kommt schon der Nächste. Die sind aber wütend. Was habe ich denn getan? Oh, guck mal. Wow. Ich hoffe, da ist nicht unser Blut am Kopf. So, noch ein Stückchen Bandage gegessen. Damit man auch von innen heilt, ist eh klar. Leider habe ich nur noch einen Schuss im Magazin.
Haha! Nachladen auf Schießen. Ah ja, okay, alles klar. Warum nicht? Wie kommen wir jetzt hier raus? Wahrscheinlich in den Keller. Da, wo das auffällige gelbe Band liegt. Ganz blöde Idee, Abby. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Hier unten. Ich wusste es doch. Das gefällt mir gar nicht. Wo ist dieser Posten? Okay. Es kann nicht mehr weit sein. Wo lang? Dadurch? Nö. Doch, wirklich. Ach so, okay. Lauschen. Der gute alte Lauschmodus. Ich dachte nur, Joel hat so übermenschliches Supergehör. Und das hat er dann an Ellie weitergeerbt. So. Das hätten wir. Die sehen wirklich, es ist komisch, die sehen so zombie-mäßig aus. Und gar nicht infiziert, pilzinfiziert. Aber vielleicht sind die wirklich ganz frisch. Einfach. Hallo, kannst du aber stehen bleiben? Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte nachladen. Na dann. Na dann. Ah, der hat auch Munition. Cool. Nein. Ich will immer auf dem falschen Knopf nachladen. Verlauf. Cool bleiben. Ganz cool bleiben. Ganz ruhig bleiben. Alles wird gut. Oh shit, ey. Das gefällt mir gar nicht hier. Gleich drei. Oh. Oh, my God.
Okay. Da waren es nur noch zwei. Ah, das geht nicht gut. Ah, das geht nicht gut. Oh, oh, das geht gar nicht gut. Jetzt schnell. Cool. Anscheinend beeinträchtigt die Infektion das periphere Sichtfeld. Glück gehabt. Okay. Hoffentlich war's das. Hoffentlich. Das Wetter wird schlechter. Wo ist die Straße? Hufspuren. Wo ist die Patrouille? Ja, wo ist sie denn? Puh. Das war anstrengend und laut. Also auf meinen Kopfhörern auf jeden Fall sehr laut. Der Wind. Ich mache ein bisschen leiser. So. Ah, jetzt hat sie die Pistole doch aus ihrem Rucksack in ihre Hosentasche gesteckt. Nicht, dass die rausfällt. Die wird das schon wissen, die ist ein Profi. Was rede ich lang? Na los. Hier lang. Ben hinter dir. Wenn es um in der Zombie-Apokalypse überleben geht, ist sie die Fachfrau. Hey, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Wenn es darum geht, zu zocken und im Überfluss zu leben, dann bin ich der Fachmann. Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber da gibt's nicht viel zu erzählen. Ja. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Du kannst schon mal da anbinden. Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Dummkopf. Für sie immer noch Frau Dummkopf. Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Fuck. Wie, wo tragen wir uns ein? War das ein Scherz oder so? Ich hab's nicht verstanden. Oder tragen wir uns jetzt wirklich wo ein? Wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Und er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auf dass wir mit 73 auch so fit sind. Auf dass wir auch 73 werden.
Das sieht so leicht aus, wenn die das machen. Meint ihr, das ist leicht? Habt ihr das schon mal versucht? Ich würde es gerne mal versuchen. Ob ich das kann, ob das geht. Es sieht wirklich leicht aus. Ich meine, ich schaffe ungefähr 4 Liegestützen oder so. Das muss doch quasi dann eigentlich reichen. Um 4 Meter an einem Seil hochzuhangeln mich. Theoretisch. Wahrscheinlich. Ich glaube, so kann man das umrechnen. Ich habe ehrlich gesagt schon ewig keine Liegestütze mehr gemacht. Deswegen weiß ich nicht, wie viel ich aktuell schaffe. Ich habe mal 70 geschafft. Ah, das ist lange, lange her. Tommy Joel. Okay. Weil Joel, anscheinend lebt Joel hier schon auch mit in dieser Siedlung, ne? Haben die ja vorher auch schon drüber geredet. Ich will eigentlich unterschreiben. Ach so, hier. Und fertig. Komm. Die Stadt ist unser letzter Halt. Schau mal. Ich sehe ein Einkaufszentrum. Oh, mit dem Supermarkt? Nein, die Stadt ist dahinter. Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Yep, das ist sie. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Gehen wir zurück zu den Pferden. Okay, ups. Oh, das Spiel hat irgendwie eine ähnliche, aber andere Steuerung als irgendein anderes Spiel, das ich aktuell spiele. Und das wird mich noch in den Wahnsinn treiben. Das wird mich noch wahnsinnig machen. Das weiß ich jetzt schon. Ein paar Knöpfe sind einfach ein bisschen anders belegt. Wie zum Beispiel nachladen und springen und sprinten und an eine Bon rauchen. Ich wette, diese Bon gehörte Eugene. Meine. Er hat sie mir geschenkt. Hast du Gras dabei? Ach, schön wär's. Ich hatte das immer von Eugene. Und wo hatte der das her? Ich kann mir vorstellen, dass man da nicht so leicht rankommt. Außer man baut selber an. Aber wächst das in so kaltem Klima? Fragen über Fragen über Fragen. Oder bauen die das im Gewächshaus an, theoretisch? Ich meine, wenn Platz übrig ist, ist man nicht unbedingt Frage. Für Nahrungsmittel braucht. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Ja. Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Siehst trotzdem gut aus. Ja. Danke. Oh, Gewehrmunition. Wird mir noch gute Dienste leisten. Ah, Japan ist das Pferd. Ich habe doch irgendwo mal was über Japan gelesen. Ich glaube, Japan wurde irgendwas geklaut oder so. Was für ein Arschloch. Wer würde denn dem Pferd was klauen? Also wirklich. Armes Pferdchen. Man sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein. Am Alter. Nach einem langen Leben. Du? Niemals. Echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du im Schnee Stoffschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Hey, sehen wir uns die Häuser an?
verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Na, dann schauen wir mal. Das sieht ja schon fast aus wie... Was weißt du über diesen Ort? ...die Jump'n'Run-Passage. Das ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit heraus. Ha, oder auch nicht. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Was machst du heute Abend? Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Actionfilme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlitten fahren. Das klingt gut. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Okay. Vielleicht spiele ich Gitarre für dich. Okay. Worum geht es bei Curtis und Viper 2? Okay, also zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesen kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Ich mag auch schlechte 80er-Jahre-Actionfilme. Oh, Tesseract. Eine dieser Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Oh ja. Yeah. Society of Champions. Neutral, eher. 80 Brains und 60 Brawn. Achso, warte mal, man kann das auch lesen. Cool. Echter Name unbekannt. Intelligenz 80, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit Society of Champions. Dieses mysteriöse, transdimensionale Wesen war eines Tages einfach da und niemand weiß, woher oder wann es gekommen ist. Seine Fähigkeiten, sich nach Belieben in vierdimensionalen Raum zu bewegen, hat sich schon in vielen Kämpfen bewährt. Nee, hat schon viele Kämpfe entschieden. Manchmal schaue ich bei mir unterm Lesen aufs Aufnahmeprogramm und tue so, als ob ich noch weiterlesen würde, aber rat einfach nur, wie es weitergeht, der Satz. Okay, weil, naja. Wobei ihn der Einsatz dieser Kraft schwach und wehrlos wie ein Neugeborenes zurücklässt. Der Spitzname Tesseract stammt von der Society of Champions, da das Wesen überhaupt keinen Namen zu haben. Das Wesen behauptet, keinen Namen zu haben. Es wird allerdings vermutet, dass Tesseract seine wahre Identität einfach nur für sich behalten will. Neutral. Ganz bestimmt. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, was wenn alle hier sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja, ich schreibe Musik, also wenn jemand eine Kamera hat. Warte, Moment. Es gibt original Ellie-Lieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? Ich weiß nicht. Irgendwie ist das Springen komisch. Okay. Das ist so ein bisschen wie so fröhlich vor sich hin skippen. Nur mit mehr Geschrei und Gestöhne. Ich stelle mir gerade vor, wie eine Gruppe Schulmädchen so fröhlich durch den Schulhof skippt und dabei die ganze Zeit schreit. Okay, ich glaube, wir sind hier durch. Pferdchen. Oh, die zwei sind ein Team. Die gehen gemeinsam spazieren. Cool. Na dann. Tesseract haben wir gefunden. Das war mein Ziel für heute.
Ich frage mich immer, ganz kurz, damit ich den nicht so reinquassel, ich frage mich immer, ob diese Sammelkarten irgendeine nähere Bewandtnis haben. Ob die nur ein Gag sind, irgendwie so Sammelitems, die man halt einfach relativ lieblos reinklatscht, oder ob diese Karten, und davon gehe ich fast aus, immer ein bisschen was foreshadowen oder irgendwie Metaphern für irgendwas sind. Achten wir mal drauf, ob die Geschichte von dem transdimensionalen Wesen, das seine wahre Identität verschleiert und das von der Gesinnung her neutral ist, ob das vielleicht so ein bisschen Foreshadowing ist für irgendwas, das im Spiel gleich passieren wird. Könnte ich mir nämlich sehr gut vorstellen. Also das Transdimensionale wahrscheinlich weniger, aber jemand, der seine echte Identität verschleiert, dessen Gesinnung unklar ist, der sich aber neutral verhält, der irgendwie mit der Society of Justice, mit den Guten zusammenarbeitet, aber andererseits dann irgendwie, ne? Schauen wir mal. Ich glaube, es wird kälter. Blood. I hope it's not Chris's blood. Ui, mein Elch. Was zur Hölle? Stickt. Das waren bestimmt Infizierte. Und ein sehr dämlicher Elch, oder? Genau. Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken wir? Los, wir suchen sie. Okay, Pferdchen, ihr bleibt hier. Shit. Da sind welche drin. Die da bloß reingekommen. Viel wichtiger, wie kommen wir da rein? Dina, hier lang. Erwischt. Hey, wie funktionieren gleich nochmal dieses Gehörsehen? Ah ja, okay. Gute Idee. Gehörsehen. Heißt das? Verschlossen. Normalerweise von der anderen Seite geöffnet werden. Okay. Was, jetzt draufbleiben oder nochmal drücken? Ich weiß immer nicht, was das Spiel von mir will. Oh oh. Na, wirf halt. Alles klar? Ja. Guter Wurf übrigens. Danke. Der Weg hier rein war verbarrikadiert. Wie ist der Runner reingekommen? Ja, gut. Durchs Fenster hier oben anscheinend. Guck mal, da ganz offensichtlich. Aber jetzt schauen wir uns erstmal um. Infizierten, die du erledigt hast. Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Es waren, keine Ahnung, ein Dutzend. Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Pro Person oder die Gruppe, also das Team zu zweit, gemeinsam? Mehr Runner. Mehr Runner. Okay. Ich glaube, deine lebt noch irgendwie, oder? Nee, okay, na gut. Ja.
Ich weiß nicht, wie ich die Flasche werfe, leider irgendwie. Ich hab die, hier ist sie. Jetzt habe ich sie gefunden. Okay, ich bin bereit für den Kampf. Oh, ach so. Na gut. Ja. Gut gemacht. Sieht so aus. Aber es bleiben noch die im Supermarkt. Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Wolf, oh oh. Wenn die so ein schönes Wolfsmodell gebastelt haben, würde es mich nicht wundern, wenn man noch auf Wölfe trifft in dem Spiel. Hungry, hungry Wolfies wahrscheinlich. Essen Wölfe Infizierte? Ich meine, theoretisch könnten die, oder? Al, hilf mir da hoch. Ich will mich umsehen. Komme. Gut, hoch mit dir. In dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Danke. Da, siehst du? Nee. Okay, mal sehen, wie wir da reinkommen. Über den Lastwagen, würde ich sagen. Dina, hier drunter. Ellie? Alles gut? Ja. Ja. Aber ich glaube, ich habe gerade meine Energieleiste entdeckt und ich brauche Heilung. Weil du infiziert bist. Ich will dir wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Ha. Okay. Wissen die gar nicht, dass Ellie immun ist? Anscheinend nicht, oder? Aber warum da ein Geheimnis draus machen? Ellie weiß doch eigentlich gar nicht. Ha. Naja. Wird sich alles noch zeigen, wahrscheinlich. Ich meine, dass Joel da ein Geheimnis draus machen will, verstehe ich, weil er Angst hat, dass dann wieder Leute kommen, die aus ihren Impfstoff machen wollen. Aber sie? Warum will sie das geheim halten? Vielleicht, weil sie einfach ganz normales Leben leben wollte. Oder so. Wird bestimmt noch thematisiert. Hoffe ich. Ups. Mom, es tut mir leid. Ah, warte mal. Nein. Ah. Ah. So, wo sind jetzt Zettel? Ich habe mich verdrückt. Tagebuch. Das war es wahrscheinlich. Nein, warte. Das ist mein Tagebuch. Ah, Menüsteuerung. Warum bist du so, wie du bist? Das war es wahrscheinlich. Mom, es tut mir unendlich leid, was passiert ist. Ich wollte ihnen nichts tun. Ich wollte nichts aus dem Laden, außer den Medikamenten. Ihr Mann... Ma'am, nicht Mom. Ihr Mann hat sich auf mich gestürzt. Was hätte ich denn tun sollen? Meine kleine Schwester kann ihre Füße nicht mehr spüren. Ich brauche das Insulin. Alle hörten es... was? Doch. Alle horten es für sich. Was hätte ich denn tun sollen? Ich hoffe, er überlebt. Es tut mir leid. Vorbereitung einer Anleitung zum Überleben für die schweigende Mehrheit. Todd Garrett. Hä? Was? Okay, was können wir denn machen? Wir können was fertigen. Ohne Werkbank kann man das in dem Teil jetzt jederzeit machen, oder wie? So, Upgrades hier, oder was ist das? Wartet mal. Verbesserung für Nahkampfwaffe. Kostet 20 Medikamente? Anscheinend? Okay. Fertigt eine verbesserte für deine Verbesserung für deinen Nahkampf an. Volle Haltbarkeit wiederherzustellen, Schaden zu erhöhen.
Rezept benötigt Binden, Klingen und Nahkampf. Ach so, lernen kann ich die jetzt hier oder wie? Hä? What? Aber gut, okay, lerne ich mal. Okay, jetzt habe ich irgendwelche Tabletten genommen und bin deswegen so schlau geworden, dass mir eingefallen ist, dass ich mit Bandagen und Klingen Messer basteln kann. Cool. Ich verstehe. Was? Doch, das ist das Rezept, das wir jetzt gelernt haben, weil wir jetzt so schlau sind durch Ritalin wahrscheinlich, was wir gefunden haben oder so. Cool, cool. Cool, cool. Siehst du einen Weg aufs Dach? Weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Aber Leute, ich würde fast sagen, wir machen jetzt hier mal kurz einen Cut für heute. Und beim nächsten Mal geht's dann genau hier weiter. Und dann suchen wir einen Weg aufs Dach. Bis dann. Ciao.